Zurück hier zu YouTubers Live. Wir chatten auch mit unserer neuen Freundin Selina. Also sie ist ein bisschen mehr als eine Freundin. 903.000 Aufrufe. Und wir stehen kurz vor der 1 Million Abonnentenmarke, während uns unser Netzwerk irgendwie rausgeworfen hat in der letzten Folge. Aber wir werden in das größte Netzwerk der Welt jetzt bald eintreten. Und zwar das hier. Also, ne, das Nummer 1 Netzwerk. Natürlich in was sonst. So, mit Selina chatten. Ja, das müssen wir noch machen, während der PC eigentlich kaputt ist. Und wir müssen auch ein Video machen. Aber ich will eigentlich noch warten, bis die Leiste voll ist. Und danach erstmal PC reparieren, ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken oder schlafen. Und dann mal neue Videos produzieren, ne? Wir sollten uns dann vielleicht auch mal ein neues Spiel kaufen. Ja, vom Geld her sieht es auch ganz gut aus. Wir könnten Selina sogar mal einstellen jetzt bald. So. Ja, wir müssen noch leider ein bisschen warten gerade. Noch ein bisschen chatten. Oh, das sieht nicht gut aus. Gleich ist er ganz kaputt. Gut, dass wir genug Geld haben, um neuen zu kaufen im Fall der Fälle. Na komm, Wertvollleiste. So funktioniert das in der Beziehung. Ja, ich will nicht weiter ausbauen, bis wir uns persönlich sehen. Ich mag dich aber. Hä? Okay. Nein. So, es operiert. Okay, dann es geht weiter. Was wollten wir jetzt machen? Wir gehen jetzt erstmal hoch. Dann müssen wir sie nochmal... Dann laden wir sie einfach ein. Wo ist denn Selina? Warum ist sie denn immer da unten? Das ist blöd. So. Ach, kann man die dann gar nicht? Moment mal. Kann man die dann gar nicht? Richtige Verhältnis? Wie? Hä? Ach, das ist das falsche Verhältnis. Okay, wir sind zu weit wahrscheinlich, ne? Weil ich dachte schon, ich kann ja nicht mit jedem schlafen, mit dem ich zusammenarbeiten will. Das wäre ein bisschen heavy. Ja, aber komm doch zu mir. Komm doch ins Bett oder komm doch zu mir. Aber dann geh doch nicht an die Konsole. Du hast nicht mal Hallo gesagt. Was ist das denn für eine schreckliche Beziehung? Ach Leute, Hamburger. Erstmal Frust essen, angesagt. Wir müssen dringend jetzt aufnehmen. Ich weiß aber nicht was. Wir verlieren jetzt gleich Abonnenten. Das finde ich mal, das ist voll der Druck. Diesen Kack-Abonnenten. Man kann nicht mal irgendwas anderes machen. So, Top-Selling. Was haben wir denn? 5 Euro oder 5 Dollar. Weiß ich jetzt nicht. Geht nach unten, geht nach unten, geht nach oben. Ah, das ist schwer zu sagen, Leute. Schwer zu sagen. Ich würde dieses Tomb Raider mal spielen wollen. Ach komm, hier. Ist ja nicht so teuer. Komm, wir küssen sie jetzt. Wir küssen sie jetzt einfach so auf den Mund. Dreh dich um. Scheiße. Ja, noch ein bisschen flirten. Selina ist auf jeden Fall die richtige für uns. Also mit George, das war nicht so meins. Mit seinem Pornobart und so. Alleine der Name, das... Nee. Also nee. Frage nach einer Beziehung können wir jetzt gleich mal machen. Okay. Oh Gott, das wird spannend. Wir müssen uns mal von George trennen. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ansonsten machen wir einfach 3er. Keine Ahnung, wirklich, weiß ich nicht. Jawoll, gut. Ja, ich mag dich und ich will dich treffen. Von nun an gehen wir zusammen aus. Ja, küssen. Beziehung beenden, ach krass. Kann man doch, okay. Wir müssen aber jetzt mal weiter aufnehmen, leider, Leute. Unboxing, sofort. Bei Unboxing ist bestimmt voll uninteressant dafür. Alter, 360 Grad Sphere-Ansicht. Das ist ja fett. Lärmschutz. Wow. Richtig geil. Das kann ja nur gut werden. So, ja, dann geh hoch, Mädchen. Wir werden nämlich jetzt an den Millionen kratzen.
Gut, machen wir schon die ganze Zeit, aber... Ja, 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 ja. Ah, wir sind einfach jetzt so ein guter YouTuber mittlerweile. Das ist unglaublich. Bitte nicht zitieren. Das ist immer lustig, ey. Level aufgestiegen. Ja, geil. Ach, fick dich. Sorry, jetzt habe ich schon wieder das F-Wort gesagt. Boah, 16 Punkte hat das gekostet. Eieiei. Verstehst du eigentlich? Feierlicher Schrei. Da freut man sich doch mal. Sure. Ja, geil. Dann können wir jetzt neue Karten, oder? Haben wir keine Karten mehr? Warum? Kriegen keine Karten mehr. Ach doch, wir kriegen wieder Karten, das ist ja nett. Ja, hat dann doch. Zum Ende hin ja doch noch ganz gut funktioniert. Dann klatschen wir das mal hier zusammen. Aber es ist schon anstrengend, so eine Beziehung zu führen, während man dauernd Videos machen muss. Ja, das ist alles nicht so geil, ne? Na komm. Dann ist das halt so. Das könnte Tatsache ein sehr gutes Video werden. Naja gut, vom Inhalt her nicht. Ist ja auch nur ein Unboxing bis jetzt. Das können wir dann gemeinsam noch weiter spielen. Nee, das machen wir nicht. Ja, sollen wir mal zusammen? Ach, das müssen wir hier machen? Ja, das ist ja blöd. Das ist ja blöd, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ach doch, hier. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, für welche Konsole das ist. Ach, guck mal hier. Auch wenn wir noch müde... Ah, wir sind ziemlich müde. Naja, sollen sich die Leute halt aufregen. Copyright, mal wieder und wir haben kein Netzwerk. Aber ist ja egal. Ist ja eigentlich egal, oder? Wir werden jetzt gleich in das Netzwerk treten und dann ist alles gut. Das sieht so lustig aus. Hä? Wo ist Selina? Achso, wir sind... Das ist ja Selina. Wo sind wir? Im Hintergrund irgendwo zu sehen. Ach, das war jetzt... Das war nicht so clever von mir. Wir haben keine Punkte mehr. Warum haben wir keine Punkte mehr? Das Gefühl, wir kennen uns mit dieser Konsole einfach nicht auf. Oh, das passte sogar. Okay. Komm, ganz ehrlich, ey, wir hauen jetzt jeden Scheiß, jeden Copyright-Scheiß da rein. Ich hab's satt. Ich hab's einfach satt. So. Ja. Auch das. Ich habe bis jetzt wirklich immer jedes Video hochgeladen und ich bin eigentlich immer ganz gut damit gefahren. Ja, ich war ein bisschen müde. Das stimmt, ja. Wir müssen mal wieder was Fettes aufnehmen, was richtig Fettes. Guck mal, das bringt wieder Abonnenten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Essen. Und dann geht's ja schon wieder weiter. Mann, ich sag YouTuber Alltag. Oh Gott, das ist schon anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. So. Hi. Ach, Mann. Ja, dann kaufen wir mal wieder das Neueste vom Neuesten. Den neuesten Shit, quasi. Das sieht gut aus. Oder das hier. Catholic Chief, der katholische Chef, oder... Ist es nicht dann der Küchenchef? Ist es dann nicht der Koch, oder... Ich weiß es nicht. Es ist so mal ein bisschen seltsam. So, komm. Komm, Spiel.
Das wird super. Das wird richtig gut. Richtig, 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 richtig gut wird das. Mit Selina, natürlich, natürlich. Mit wem sonst? 500.000, fast 400.000, 400.000. 962.000 Abonnenten. Kommst du? Kommst du, mein Schatz? Schön. Okay. Jawohl. Da freut sich das Steißbein. Ich bin verwirrt. Boah, wie viel das bringt einfach. Das. Hä? Ist die Karte wieder weg? Huh? Okay. 973.000. Ja, was soll ich denn da nehmen, Leute? Mann. Auch das wird, glaube ich, ein sehr gutes Video. Wie immer, eigentlich. Scheiß auf Copyright-Verletzungen. Scheiß auf Rechte von anderen Leuten. Nee. Alles nervt einfach, wenn es nicht passt. Hui. Hui, 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 hui. Neuer Rekord, Videoqualität. Das ist gut, das ist sehr gut. Hochladen. Oh, wir haben wieder Abonnenten verloren. Das kann doch gar nicht sein. Selina, bleib doch jetzt mal. Ich wollte jetzt mit dir sprechen. Weißt du, jedes Mal, wenn ich mit dir reden möchte, dann haut die ab. Komm. Ich will die Abonnenten. Ich will die 1 Million Abonnenten noch schaffen. Aber das wird so nichts. Muss man sich dauernd hier um seine Beziehung kümmern. Sag mal, Alter. Ja, komm ey, geh ich jetzt nach oben. Kein Bock mehr. Das Spiel fand ich jetzt aber auch nicht so geil. Wir brauchen noch was Neues. Irgendwas Frisches brauchen wir. Das hier, Tribal Ostrich. Das kaufen wir uns jetzt, nachdem wir was gegessen haben. Sollen wir es auch nochmal bewerben? Pizza. Einkaufen. Komm los. 980.000 Abonnenten. Das würde ich auch mal gerne spielen hier, aber gut. Wo ist das denn? Bin ich jetzt blöd? Da. Das ist aber doch voll uninteressant für die Leute. Kauf mal das hier. Ach, da kommt sie wieder. Hi. Ja, dann nehmen wir mit ihr gemeinsam nochmal was auf. Boah, wir kriegen jetzt immer fast 1 Million Aufrufe bei einem Video. Das ist schon sehr viel, muss ich sagen. Wir haben 1 Million! Leute, wir haben 1 Million Abonnenten erreicht! Jawohl, fette Party!
Eine Million Abonnenten. Boah, krass, das ging jetzt aber schnell, ne? Na gut, wenn man für so ein Video 40.000 Abonnenten bekommt. Boah, ey, wir sind jetzt Millionäre, das ist richtig krass. Also eine Million, das ist schon, das sind wirklich sehr viele Abonnenten. Das ist eine Million, alter Schwede. Kann man sich einfach mal freuen, wirklich. Wir müssen wirklich jetzt eine fette Party eigentlich feiern. Hoi, 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 ich bin gerade ein bisschen nervös. Mit diesem Erfolg hätte ich nie gerechnet. Dann können wir jetzt auf den Mond ziehen, oder? Mit dem Geld, wir sind jetzt YouTube-Millionär. Hallo? Guck mal, das Video hat auch fast 1 Million Aufrufe wieder. Wir haben uns so gefreut. Oh, das Video ist schon wieder weg. Ja, jetzt geht's langsam in die 10.000 Dollar. Auch das ist schön. Natürlich passt das alles nicht. Auch das wird ein gutes Video, wie eigentlich immer. Oh, das passte sogar noch. Schön. Schön, 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 schön. Weiß ja nicht so recht. Ja, schön. Neuer Rekord bei Inhalt. Ach ja, das ist doch... Oh, wir haben wieder verloren. Abonnenten. Mann, scheiße. Dann würde ich sagen, nochmal kurz hier. Wir müssen schneller produzieren. Na komm, Bett kannst du später machen. Mädel. So, einkaufen. Was kaufen wir denn? Ich würde sagen, was für die Z-Box. Können wir nämlich dabei immer schon rennen lassen. Das ist gut. Super. So, jetzt wieder die Million. Und zwar... Jetzt haben wir die Million wieder. Sehr gut. Wie schnell wir Abonnenten verlieren, das ist echt... Das ist nicht mehr normal. Wir müssen Leute einstellen, wirklich. Das macht keinen Sinn mehr. Können sie ja eigentlich jetzt... sie können wir nicht einstellen. Georg können wir einstellen. Vielleicht sollen wir das machen. Was meint ihr? Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Hallo, Selina. So, damit denn das aber auch bleibt, dass es mal Bestand hat. Mit den Abonnenten, dass wir über der Millionenmarke bleiben. Und dann gehen wir jetzt gleich zum Abschluss dieses wunderschönen Videos noch in ein Netzwerk. So, du schaffst ja auch, na ja, klar. Boah, die beiden haben so viel Spaß miteinander. Nicht nur beim Spielen. Wir sollten jetzt mal ins Netzwerk eintreten. Dringend. Boah, 16. Warum habe ich das eigentlich genommen? Wenn das 16 Punkte kostet, wir hätten auch was anderes nehmen können, das nicht ganz so viel kostet. Na gut, wir kommen schon irgendwie hin, oder? Wir sind ja jetzt bei 10. Drei Punkte haben wir noch. Passt das noch fürs Ende, für die Abmoderation? Ja gut, eine kleine winkende Verabschiedung.
auch alles sehr nah aneinander, die ganzen verschiedenen Punkte. So. Das sieht eigentlich gut aus. Bin ich eigentlich ganz zufrieden mit, muss ich sagen. Neuer Rekord bei Inhalt. Videoqualität ist gut, Nachbearbeitung geht so. Wie immer eigentlich bei mir. Talentpunkt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wie das aussieht, wenn sie aufsteigt. Okay, neues Netzwerk, Leute. Und zwar Netzwerke. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier in dieses rein. VIP-Karte, exklusiver Zugang zu wichtigen Events. Business Club. Es wird ein hochrangiger Benutzer gebraucht, um Aufträge zu erstellen. Ja, sind wir drin, ne? Endlich war ich Mitglied des Nummer 1 Netzwerkes. Meine nächste Herausforderung war es, der beste YouTuber der Welt zu werden. Mit der Unterstützung des Netzwerkes und meinen Mitarbeitern war der Erfolg die einzige Option. Aber damit ich es wirklich schaffen konnte, brauchte ich mehr Leute in meinem Team. Ja gut, dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier mal eine kurze Aufnahmepause. Wir haben viele geschafft, wir sind im besten Netzwerk der Welt. Wir wollen den besten YouTuber der Welt werden. Wir haben über 1 Million Videoaufrufe, über 1 Million Abonnenten, über 27 Millionen Videoaufrufe. Wir haben eine Beziehung mit Selina angefangen. Und ja, haut mal in die Kommentare, was ihr so meint. Hat es euch gefallen, diese Folge, dieses Let's Play? Gerne Daumen nach oben da lassen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von YouTubers Live wieder. Bis dahin, ciao.